Hatte Frank Böhnke, die 4 London Calling, Leffi Renner, die 5 Farikinov, Manfred Zwiener, die 2. Reihe, Juwel U, Jochen Holzschuh, Juri Son, Norbert Germann, Beijing, Manfred Walter und Sisse Emmegard, Jutte Meinke. Die Teilnehmer sind am Wagen, noch 50 Meter bis zur Startmarke. Und Start ab zum 5. Rennenpreis der Beseke GmbH, der Schrottplatz. Das Rennen ist unterwegs und hier versucht Gigi Boko das Kommando zu übernehmen. Außen sieht man London Calling, dann Juri San, gut an der Innenbahn abgekommen. Fehler von Hansem Kunera, Fehler auch von Terpi Burgerheide und auch London Calling Galopp. Und jetzt noch weitere Teilnehmer, nämlich auch Juwel U und Juri San Galopp. 4 rot, zu weit Galopp, die 4. ist rot. Es ist nicht ganz einfach, durch den ersten Bogen zu kommen. Sieht man immer wieder, da braucht man viel Fahrkunst. Aber einige sind rumgekommen, auch ohne Galoppaden. Und so geht es jetzt zum ersten Mal die Gegengrade herunter. Dort führt Gigi Boko. Gigi Boko führt vor B. Drittes Pferd ist Varikinov, an 4. Stelle Sisse Elmgard. Dann sind es 3 Längen bis zu Terpi Burgerheide, gefolgt von Hansem Kunera. Gigi Boko führt, Beijing 2., Varikinov 3. und Sisse Elmgard 4. Die Verfolger Terpi Burgerheide, Hansem Kunera und Juwel U. Aber Gigi Boko und Lea Ahokas führen vor Beijing mit Manfred Walter vor Publikum. Es geht hier zur Schlussrunde, 3. Position, Varikino. Noch 800 Meter sind zurückzulegen. Gigi Boko vor Beijing, das die Reihenfolge im Elbsdorfer Bogen. Dahinter sieht man Varikino vor Sisse Elmegard, gefolgt von Terpi Burgerheide mit Hansem Kunera und dabei ist auch noch Juwel U, aber vorn Gigi Boko vor Beijing. So geht es auf die letzten 600 Meter an der Elbe entlang. Gigi Boko ist in Front. Gigi Boko führt mit einer Länge Beijing dahinter im Windschatten. Da lauert auch Varikinov. So geht es in den Bogen hinein. Außen in der 4. Position kommt Juwel U ins Bild. Vorne ist aber Gigi Boko vor Beijing. Gigi Boko, Beijing. Und springt Gigi Boko an. Und jetzt ist plötzlich Beijing vorne. Beijing führt vor Juwel U außen, dazwischen Varikinov. 1 rot, zu weit Galopp, die 1 rot. Beijing ist vorn, jetzt kommt noch einmal Varikinov, aber Beijing ist vorn. Manfred Walter führt und Manfred Walter fährt das Ding nach Hause. Beijing und Manfred Walter grüßt ins Publikum, gewinnen gegen Varikinov und Juwel U auf dem 3. Platz, dann Terpi Burgerheide. Hier ist das vorläufige Ergebnis zum 5. Rennenpreis der Beseke GmbH. Es gewinnt die Programmnummer 9 Beijing mit Manfred Walter. 2. die 5 Varikino mit Manfred Zwiener. Und 3. die 6 Juwel U mit Jochen Holzschuh. 9, 5, 6 vorläufig. Bitte notieren Sie derweil die Starter für das 6. oder Rennen 6, und zwar Reitpferdegalopprennen um den Preis der Autocrew Corbelin Kfz Service GmbH auf Seite 12 in ihrem Rennprogramm. Es starten alle 4 Pferde. Reiterin der 4 Teufelsmoor ist Alina Schubert, die 4 Teufelsmoor geritten von Alina Schubert.